Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fallout Shelter. Gestern waren wir direkt im Livestream und heute wieder eine normale Folge. War die vorher schon maximiert? Nein, ich wollte schon sagen. So, wir haben also Jack und Ripper. Dann geh mal dahin. Die Nummer 9. Ja, die läuft ja noch durch die Gegend. So. Ich bin ein wenig erkältet. Frau Reggie Enna hat mich leider angesteckt. Ja. Deswegen kann es sein, dass diese Folge, die ich heute aufnehme, für morgen ist, also für Samstag. Warum? Weil ich mich gleich hinlegen werde. Und wenn ich erstmal schlafe, kann es sein, dass ich weiter schlafe. Es ist gut möglich. Sagen wir es so. So, wen haben wir denn hier? Die Nummer 2. Alles klar. Wir müssen dich in... Seht ihr? Ich bin so durch, ich weiß nicht mehr, wo meine Räume sind. Alles klar. Dann bist du Jump. Und Mr. Jump geht auch in A. Dann müssen wir erstmal alle sortieren. Ah, guck mal hier. Die Nummer 8. Aber er ist noch nicht vergeben. Deswegen. Also, es geht auch in A. Ich kann dich immer noch zurücksetzen, wenn was ist. Okay. Wir haben hier draußen Leute stehen. Wir sind zurück in der Vault. Erstmal die normalen Gegenstände verkaufen. So. Und diese Sachen werde ich heute, beziehungsweise am Samstag, dann verlosen. Vier Gegenstände. Mal gucken, was draus wird. Oh, verbesserte Flammenwerfer. Nice. Den können wir jetzt mittlerweile bauen. So. Okay, wir machen jetzt Folgendes. Wir gehen hier in die Waffenwerkbank und werden mal live die guten Waffen zeigen. Boah. Okay, das sind die guten, ne? Ja. Da sind schon eigentlich einige richtig gute Waffen dabei. Das Ganze wird auf Discord landen, das heißt, wenn ihr eine Waffe bauen wollt, dann scrollt am besten, scrollt, sag ich schon, dann macht am besten eine halbe Geschwindigkeit von YouTube oder pausiert das Video und dann könnt ihr euch da was aussuchen. Sind schon echt nice Sachen dabei, vor allem dieser taktische Junkjet. Uff. Ja, das ist dazu. Meine Favoritenwaffe ist tatsächlich, wo ist sie? Da, das Gauss-Gewehr hätte ich gerne. Oh, 3! Man braucht nur, oh, ich dachte man braucht 4. Ich hätte schwören können, 4. 3 Mikroskope, ich habe 3 Mikroskope gekauft auf Discord. Das heißt, ich brauche jetzt noch eine Schaufel, 5 Wecker. Also 2 Schaufeln, 5 Wecker und 400 Kronkorken. Das kriege ich schon irgendwie hin. Ich hab nicht viel Geld, aber gut. Vor allem muss ich nachher noch arbeiten, also in Discord, um Geld zu bekommen. Aber ich weiß nicht, ob ich das hinkriege. Oh Bruder, du darfst nicht kämpfen. So, wir haben zudem Cynthia Walker. Die ist im Kraftwerk momentan. Cynthia Walker. Sie ist auf Stufe 9, fast 10. Das ist doch schon mal ein ganz gutes Timing. Ach, da kommen einfach immer mehr raus. Und die sind noch nicht mehr da gewesen. Das wäre der letzte Maulwurfsangriff, den wir überleben müssen. Die Frage ist, müssen wir ihn bezwingen, um ihn zu überleben, oder können wir ihn einfach nur überleben? Wenn das so ist, haben wir gleich ein Mr. Handy, der uns eine Menge Arbeit abnimmt. Hatten wir nicht einen Mr. Handy? Wartet, Leute. Hatten wir nicht schon Mr. Handy? Doch da! Oh. Wir hatten ja schon Mr. Handy. Den habe ich ganz vergessen. So. Bin dann nicht gleich um, wenn ich mich an den Namen erinnere. Ich bin heute ziemlich bratzig durch die Erkältung. So. Vielleicht solltet ihr nicht in einem Raum chillen. Nicht, dass ihr euch vermehrt. Oh,
Mr. Handy Nummer 2, so. Perfekt. Ah, okay, okay. Mein Hirn hat sich gerade wieder eingeschaltet. So. Sonja möchte gerne ein Mr. Handy sein. Und den zweiten, den packen wir dann hier hin. Perfekt. So, hier haben wir Camisa Caramel. Du kannst natürlich auch weiterhin arbeiten. So, dann haben wir wahrscheinlich noch Leichen draußen. Ja. Hosenkobold. Ah, nicht mal eine Waffe gefunden. Ja, das ist passiert. So, Lero. Die Waffe muss ich dir leider wahrscheinlich wegnehmen. Das ist nicht deine. Das ist nicht deine. Julian, holy shit. Ein Rezept für eine legendäre Waffe? Ein Schlafanzug, eine rostige 10mm Pistole? Wie hast du das denn bekommen? Ich meine, ich habe da nichts dagegen. Oh, toll. Aber wir brauchen, um diese legendäre Waffe bauen zu können, das wollte ich gar nicht. 75 Bewohner, ja, es sind nur noch 30, also es geht eigentlich recht fix. So, Evil. Na, viel hast du jetzt nicht bekommen, aber es muss reichen, es muss reichen. So, also, wer ist eigentlich alles tot noch? Tywin Lannister. Oh, ein Superkleber für dich. Nice. Dann komm mal zurück. Nicht schlecht. Immerhin eine Sache, die man behalten kann. Okay. Also, wir haben Deadline. Der wollte gerne raus. Mit... Ich weiß nicht, wie viel Stimps er raus wollte. Ich guck einfach mal. Ich glaube, das waren 6. Oder was? Baxi? Keine Ahnung. Ich guck mal, wie viel Deadline drin hat. Deadline. Inventory. Deadline. So. Er hat 16 Stimpacks. Einen Moment, ich habe mir Notizen gemacht, ne? Schick mich bitte mit 8 Stimps und 8 Red raus. Alles klar. Jetzt geht's mit dem Schuh raus. Okay. Deadline. Dann darfst du jetzt rausgehen. So. 8. Und 8. So, dann ziehen wir ihm die mal ab. Wobei, das mache ich später alles. Ich muss eh daran arbeiten, von daher. Passt das schon. Okay, wir haben hier Baxi. Baxi wollte L trainieren. Auf 6. Und ich glaube, das hat er auch bekommen, ne? Wo haben wir das denn? Bodlock, da. Baxi hat laut Hunting 29 Kronkorken gegeben? Okay. Seltsam. Seltsam. Aber ich glaube, da wollte nur einen Punkt haben, ne? Du bist jetzt auf Glück 6. Ja. Dann gehen wir dahin. So, und zwar haben wir eine Questanmeldung. Oh, scheiße, ich muss Stimps kaufen. Hm. Okay, ich kaufe auf jeden Fall Stimps. aber ich kann nicht. Deadline ist nicht da. Der Sack. Was macht der denn die ganze Zeit? Egal, wir versuchen es einfach so. Im Zweifel gehe ich halt leer aus. Okay. Also, wir haben Questanmeldung. Mich, Julian und Pasco.
Sind sie alle da? Ne, Julian ist unterwegs, ne? Ach, Julian, der ist unterwegs. Ja gut, immerhin hast du eine Knarre für dich gefunden. Gut, dann müssen wir das leider verschieben auf Montag. Aber wir haben gemeinsam beschlossen, wobei das jetzt eigentlich unrelevant geworden ist, weil ich mir die Sachen schon selbst gekauft habe. Aber wir wollen das hier machen. Ich habe gedacht, ich brauche vier von den Gedöns, aber offensichtlich nicht. Die Frage ist, wie viel Geld habe ich eigentlich? Nicht schlecht. Plus 152. Okay. Sehr schön. Da ich aber noch keine Ahnung habe, wie ich mein Zeug aus der Bank hole, muss ich das gleich machen. Ach, nochmal Maulwurfsratten. Aber gut, die brauchen wir jetzt nicht mehr. So, lösche 18 Volt Feuer und erhöhe die Zufriedenheit von 8 Personen. Ich glaube, das hier will ich nicht machen. Erhöhe Endurance von 4 Bewohnern. Ja, gut, das, die habe ich jetzt alle durch, ne? Okay, Monkeysas. Ich guck mal, was du alles so hast. Monkeysas. Inventory. Monkeysas. So, du hast drei Stips und drei Red. Er würde sagen. Ach, du hast ja auch gar nichts dazu gesagt. Glaube ich. Naja. Kannst du mal aufhören damit? Ich würde sagen, wir schicken die einfach so raus. Ich glaube nicht, dass jemand von den Stims aufbrauchen wollte. Oder ich habe es mir nicht notiert, weil ich krank geworden bin. Das kann natürlich sein. Weißt du was? Wir brauchen extra Channel hier auf Discord, wo ihr mir Notizen reinschreiben könnt. Ich glaube, das wäre wirklich die beste Möglichkeit, dass ihr mir sagen könnt, okay, komm, ich möchte gerne meine Stims behalten oder ich möchte sie einsetzen. So dementsprechend, weißt du? Ansonsten, ich fühle mich immer schlecht, wenn ich sie einfach einsetze, aber nicht weiß, ob du es möchtest. Verstehst du? So, nicht, dass du irgendwie was planst mit deinen Stims, dass du irgendwie irgendwo hingehen willst. Oder kommt der Zero und ballert die alle einfach alle weg. Es wäre uncool. Naja. Gut, wobei man kann sie auch eigentlich neu kaufen, ne? Ja, man kann sie neu kaufen. Ist jetzt auch kein großes Ding. Nein, kann ich nicht. Ich bin zu nett. Ah, warum bin ich einfach nur scheiße freundlich, ey? Ich wünschte, ich wäre das größte Arschloch dieser Welt. Das wäre schön. Nehme ich überhaupt auf? Ja. Das hätte sein können. Ja, ich hätte mein OBS nicht offen. Ah, ich wünschte, ich wäre einfach nur ein Arschloch. Das wäre so schön. Oh, Rebecca, du hast noch keine Nummer. Apropos Nummer, wir sollten mal ganz kurz die Nummern ordentlich machen. Das ist die 1. Das ist die 2. Das ist die 3. Das ist die 4. Das ist die 5. Das ist die 6. Das ist die 7. Und das ist die 8. So Leute, wenn ihr mit dabei sein wollt, dann sucht euch einfach eine Nummer aus, schreibt euren Namen mit in die Kommentare und dann seid ihr dabei. Für die Hardcore-Spieler, die können natürlich auf Discord gehen, Link in der Beschreibung, dann könnt ihr Roleplay mitspielen, sowie Deadline, Makisas und die anderen Konsorten. Okay, Alter, wie viele Leute haben wir denn hier noch, die wir noch nicht benannt haben? Ah, cool. Irgendwann, mein Freund, irgendwann hast du die E-Werte voll. Es sind nur noch 3 Punkte. Es sind nur noch 3 Punkte. Es sind 800 plus 900 sind 1700 plus 1000 sind 2700. Das ist aber. Es ist schon irgendwie knackig. Da muss man irgendwie rankommen. Aber ich glaube, nächste Woche bin ich so weit, dass ich mit dem hier tauschen kann. Das ist mein großes Ziel. Und dann nehme ich meine Klamotten wieder. So, Henno. Dann geh du mal wieder arbeiten hier. Hilf mal Zero.
Soll ich nochmal rausgehen? Nee, dann bin ich am Montag nicht da, ne? Es wäre ein bisschen kacke. So, wen haben wir denn hier? Mrs. Handy. Weißt du was? Geh raus. Dann Pyro. Raus mit dir. Lord Huntington, du gehst nicht raus. Pascolina, tschüss. Und Bugsy. Irgendjemand wollte mit Stims raus. Ich weiß aber nicht wer. Ich glaube, das war Bugsy. Irgendwer war nicht geheilt. Wir müssen das echt mit diesem Channel machen, wo ihr reinschreiben könnt, was ihr mit euren Stims macht. Sonst komme ich immer wieder durcheinander. Das ist nicht so gut. Das ist nicht so gut. Ja, cool. Dann läuft die Vault hier einigermaßen ganz gut. Ich weiß nicht, ob wir jetzt Kinder zeugen sollten. Es wäre schon geil, wenn wir irgendwie an bessere Klamotten kommen könnten. Verbessere deinen Raum auf Stufe 2, um seltene Outfits herzustellen. 55 Bewohner erforderlich. Also ich würde ja sehr, sehr gerne ein bisschen mehr Farbvariation hier hin haben. Das heißt Hosenkobold. Lero. Monkey Sass. Monkey Sass auf jeden Fall. Monkey Sass muss mit dieser Farbe muss auf jeden Fall ein paar Kinder zeugen. Das Problem ist halt, wir haben viele, viele, viele Männer, die eine andere Farbe haben, aber wenig Frauen. Müssen wir gucken. Apropos, ich wollte gerade was gucken, aber ich habe es vergessen. Scheiße, was wollte ich gucken? Irgendwas Wichtiges. Also irgendwas Wichtiges. Wenn es wirklich wichtig wäre, hätte ich mich ja daran erinnert, aber. Das ist am Montag soweit. Aber was wollte ich denn? Scheiße. Ah. Das war ein wichtiger Punkt, den ich abklappern wollte. Vielleicht fällt es mir am Montag wieder ein. Ach so. Stimmt. Friseur. 50 Bewohner. Wir bräuchten also noch ein paar. Weißt du was? Ihr beiden Stinker. Ihr macht mal gemeinsam was. Oder seid ihr Geschwister? Deine Lippen sind zum Knutschen da. Sehr schön. Dann macht ihr mal am besten ein Kind. Dann ist Cynthia Walker wenigstens beschäftigt und langweilt sich nicht. Und wir hätten dann 47 Personen. Dann noch drei Stück. Und wir wären soweit. Aber wir müssen erstmal, bevor wir jetzt wieder die nächste große Aktion machen und ganz, ganz viele Leute produzieren, müssen wir erstmal gucken, was wir mit den ganzen Leuten machen. Ich würde sagen, als allererstes sollten wir mal diese Räume hier füllen. Oder es geht ja schon. Wenn ihr diesen Charakter übernehmen wollt, dann wird er höchstwahrscheinlich zurückgesetzt. Und das mache ich, indem ich die Spezialwerte auf diesen Stand, die sie jetzt sind, wieder zurücksetze. Also ist eigentlich recht einfach, sie zurückzusetzen, weil die meisten Werte sind eigentlich mathematisch erklärbar. Naja, so viel dazu. Ja, cool. Ich würde sagen, mit diesem angenehmen Ende, ich weiß, heute war es nicht so spannend, weil ich bin ja auch nicht wirklich fit, also ich würde halt jetzt gerne erstmal Schluss machen für heute, damit wir am Montag, wenn ich wieder fit bin, ordentlich losziehen können. Schöne Gesichtsfarbe hast du. Dich würde ich gerne mit dem rotgesichtigen Monkey Sass verbinden. Einfach weil ich es kann. So. Ah, geh du auch nochmal trainieren. Die Bude muss voll sein. Das stimmt, einige wollten ja den eh noch höher trainieren, ne? Ja, das machen wir nächste Woche. Ich habe ja sowieso erstmal für einen Punkt abgezogen. Dann gucke ich mich gleich in Discord ganz in Ruhe um. Und dann weiß ich, was abgeht. Leute, wir sehen uns am Montag wieder zu einer neuen Folge und dann hoffentlich mit einem fitten Zero, der nicht so völlig fertig ist und langweilige Folgen produziert. Haut rein, euer Zero. Tschüss.